Ich war eigentlich sehr positiv überrascht, weil ich hab das nicht kennt und bin halt einfach eigentlich relativ neutral drauf hingegangen und habe mir gedacht, schauen wir mal, wie das wird. Ja. Fußball ist halt, da passt halt relativ wenig ein, aber ich sage jetzt zum Beispiel so wie jetzt, als Vorbereitung oder Überbrückung von der Winterpause, einfach insgesamt ein super Ganzkörpertraining war, wo ganz viel Sachen dabei sind, eben über Koordination, über Kräftigung, Ganzkörperstabilisation. Die Rumpfstabilität ist ja für jeden Sportler relativ wichtig. Und ich muss sagen, mir hat das Training insgesamt relativ eine gute Grundfitness gebracht für jetzt an die Vorbereitung im Jänner. Das merke ich, dass ich da jetzt zu die Fitten dazu gehöre. Die Anleitungen waren gut, verständlich. Man kann das Training durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade und auch selber, wie man will, kann man sich das ja einteilen. Wenn man sich wirklich kaputt machen will oder ausbelasten will, kann man das machen. Und wenn man mal müde ist, dann kann man es selber ein bisschen nach unten dosieren. Ich finde das Team gut, also es war immer eine gute Stimmung. Insgesamt finde ich es natürlich eine super Idee, dass man einfach schaut, dass Leute eben regelmäßig zum Sport kommen. Ich würde auch sagen, Gesundheitsaspekt, wenn Leute Probleme mit dem Rücken haben, glaube ich, ist es ein gutes Training. Zum Abnehmen, Körperstraffen ist natürlich, also man merkt schon, wie man, dass es wirklich einen fordert und dass es gut tut. Ja. Ich kann das Training eigentlich nur jedem empfehlen. Ich würde es gerne wieder machen nächstes Jahr. Positiv überrascht.